Jetzt in Kripo Live. Diese Männer werden von der Kripo in Thüringen und Sachsen-Anhalt dringend gesucht. Vermutlich brechen sie an nur einem Tag in 4 Einfamilienhäuser ein. In diesem und in weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Guten Abend, ich begrüße Sie zu Kripo Live. Am Dienstag wurde ein junger Mann im Leipziger Norden tot aufgefunden. Er war in der Woche zuvor als vermisst gemeldet worden. Familie und Freunde hatten tagelang nach dem 19-Jährigen gesucht. Ein Fall, der viele Fragen aufwirft und bei dem die Polizei um ihre Mithilfe bittet. Vor dem Wohnhaus von Jesse L. liegen Blumen. Freunde haben Kerzen angezündet. Keiner kann verstehen, warum der 19-Jährige getötet wurde. Dienstag, 11. Januar 2021. Jesse L. wird das letzte Mal lebend gesehen. Er ist an diesem Abend mit einem Bekannten in Halle unterwegs. Doch danach kommt er nicht an seiner S-Bahn-Haltestelle im Leipziger Südosten an. Ob der 19-Jährige in den Zug eingestiegen ist oder ein anderes Verkehrsmittel genutzt hat oder nutzen wollte, das ist uns nicht bekannt. Die Polizei sucht intensiv nach dem jungen Mann. Vergeblich. Bis dann Anfang dieser Woche sein Leichnam nördlich von Leipzig gefunden wird, in der Nähe des Flughafens. Die Situation des Auffindens ist in ihrem genauen Bestandteil, also Bestandteil der Ermittlungen selbst. Wir können nur so viel dazu sagen, als dass ermittelt wird wegen Totschlags. 2 Tage lang werden Spuren am Fundort der Leiche gesichert. Dabei kommt auch ein Spürhund zum Einsatz. Mit einem Metalldetektor suchen die Polizisten das Gelände ab. Nach unbestätigten Presseberichten soll Jesse L. mit einem Kopfschuss getötet worden sein. In dem Zusammenhang wurde auch ein 20-jähriger Mann vorläufig festgenommen, der dann am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wurde. Der setzte dann den Haftbefehl auch in Vollzug. Obwohl der Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzt, müssen die Ermittler noch viele Fragen klären. Deshalb bittet die Leipziger Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur Tat oder zur Person des Verstorbenen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitrovstraße 1 in Leipzig zu melden. Die Telefonnummer lautet 0341 966 46666. Ihre Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Vor 2 Wochen berichteten wir von einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Halle an der Saale. Die Polizei versuchte, den Fahrer oder die Fahrerin zu ermitteln. Über den mutmaßlichen Unfallwagen, einen VW E-Up. Doch das blieb bisher ohne Erfolg. Jetzt weitet die Polizei ihre Suche aus. Am Silvestertag 2021 ereignet sich in Halle ein tragischer Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr kollidiert in der Freiburger Straße, Höhe Einmündung Erhard-Hübener Straße, ein Kleinwagen mit einem Fußgänger. Ein 14-jähriger Junge wird dabei so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus stirbt. Die an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile passen zu einem VW Typ E ab, der ab September 2021 ausgeliefert wurde. Doch die Fahrzeugteile könnten auch als Ersatzteile in älteren Modellen des VW Up ab Baujahr 2014 verbaut worden sein. Sie passen ebenfalls zum Typ Citigo von Skoda ab Baujahr 2017. Außerdem sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen, einem Radfahrer. Er soll zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Freiburger Straße in Richtung Weißenfelser Straße unterwegs gewesen sein und könnte etwas beobachtet haben. Es gibt also mehrere Anhaltspunkte. Ein weißer VW Up oder ein weißer Skoda Citigo bzw. deren Halter werden gesucht. Das Unfallfahrzeug hat oder hatte Schäden im Frontbereich. Außerdem müsste vorne rechts die sogenannte Rathausschale fehlen.
Gibt es also Werkstätten, die mit der Behebung derartiger Schäden nach dem 31. Dezember beauftragt wurden? Gibt es Teilehändler, bei denen eine Anfrage nach einer passenden Rathausschale eingegangen ist oder die eine solche nach dem 31. Dezember verkauft haben? Möglicherweise ist der Wechsel der Rathausschale auch schon früher beauftragt worden, zwischen September und Dezember letzten Jahres. Werkstätten mögen sich bitte melden. Und weiß jemand von Ihnen, wer der Radfahrer war? Hat er vielleicht vom Unfall erzählt? Hinweise hierzu nimmt die Kripo Halle unter der Telefonnummer 0345 224 1291 entgegen. Und jetzt ein komplett anderer Fall. Es geht um sogenannte Love-Scammer, auch Romance-Scammer genannt. Gaukeln sie ihren Opfern die große Liebe vor und wollen doch nur ihr Geld. Eine Kripo-Live-Zuschauerin hat sich an die Redaktion gewandt, um über ihre Erfahrungen zu berichten und andere zu warnen. Die Frau möchte anonym bleiben. Ein Team von Kripo-Live trifft die Frau aus Sachsen-Anhalt in einem Café in Wernigerode. Was ihr passiert ist, fasst sie rückblickend zusammen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil ich festgestellt habe, dass mit mir gespielt wurde. Dass mir Emotionen vorgespielt und auch abverlangt wurden. Und ich mich ja doch geöffnet hatte. Und das war ein ganz mieses Gefühl, dass ich mich wirklich missbraucht gefühlt habe. Kripo Live stellt nach, was der 66-Jährigen geschehen ist. Sie möchte nach einigen Jahren des Alleinlebens wieder einen Partner finden. Weil sie noch voll berufstätig ist und wenig Freizeit hat, meldet sie sich bei der Dating-Plattform der lokalen Zeitung an. Erste Kontakte laufen ins Leere. Dann wird sie von einem Mann mit dem Profilnamen Schupe angeschrieben. Im Profil stand, dass er aus Dortmund ist, dass er verwitwet ist, dass er eine Tochter hat, dass er selbstständig ist und damit auch gut im Geschäft ist. Und auf den Fotos war ein sehr offener Mensch zu sehen, gut aussehend. Und ja, das hat mich dann doch schon beeindruckt, dass sich so jemand für mich interessiert. Der Mann stellt sich als Karl Brahms vor. Schnell wechseln die beiden von der Dating-Plattform zu WhatsApp. Sie chatten regelmäßig, kommen sich näher. Er will Vertrauen aufbauen und schickt ihr deshalb Fotos von seinem Personalausweis. Treffen will sich Karl allerdings vorerst nicht mit der 66-Jährigen. Damit habe ich mich dann auch erstmal zufrieden gegeben, weil ich gedacht habe, gut, das ist vielleicht eine persönliche Sache bei ihm oder auch eine Charaktereigenschaft. Karl Brahms ist immer für sie da, macht Komplimente und schickt ihr diese Sprachnachricht. Guten Morgen, mein Schatz. Das ist eine kurze Erinnerung, dass ich für dich, dass ich mit meinen Gedanken immer bei dir bin. Ich wünsche dir einen guten Morgen, einen guten Tag. Ich habe dich ganz so lieb. Ich liebe dich und ich bin mit meinen Gedanken bei dir. Nur knapp 3 Wochen nach ihrem ersten Kontakt meldet sich Karl mit einer Bitte. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Was kann ich für dich tun? Ich habe einem Freund von uns erzählt, er ist Single und möchte im Internet nach einer Frau suchen. Okay. Könntest du für ihn ein Profil erstellen und wenn möglich eine Prämie für einen Monat bezahlen? Das kam für mich überhaupt nicht in Frage und da habe ich dann kategorisch Nein gesagt. Mit dieser Entscheidung hat die 66-Jährige wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Denn hinter dem Profil des vermeintlichen Karl steckt einer von tausenden sogenannten Love-Scammern. Scammer ist Englisch und steht für Betrüger. Und die agieren europaweit oft mit tragischem Ausgang. Düsseldorf. Auch Irmgards Freundin hatte Kontakt zu einem Love-Scammer. Der Mann hat sie in den Tod getrieben. Wir haben uns alle gewundert, dass sie sich so zurückgezogen hat. Auch nicht mehr ans Telefon ging, wenn wir angerufen haben. Mehr als 1,5 Jahre chattete die Freundin mit ihrem vermeintlichen Liebhaber. Obwohl sie ihn nie getroffen hat, überwies sie ihm fast 250.000 Euro. Alles, was sie besaß.
Die Wohnung war leer, das Haus war verpfändet oder ging in Pfändung rein. Und dann hat sie auch gesagt, sie weiß nicht mehr, weil sie hat alles ausgeschöpft. Also sie hat auch keinen Kredit mehr bekommen und nichts mehr. Arbeitsstelle verloren, sie hat wirklich nichts mehr gehabt. Danach war es für sie einfach vorbei. Sie ist so tief gefallen und hat gewusst, ich komme da nicht mehr raus. Irmgards Freundin sieht keinen Ausweg mehr und nimmt sich das Leben. Love-Scammer suchen ihre Opfer nicht nur auf Datingportalen, sondern auch auf Business-Seiten bei Instagram oder Facebook. Und die Fotos für ihre Scammer-Profile stehlen sie bei anderen. Auch Helga Grothher aus Norddeutschland fiel vor Jahren auf einen Love-Scammer herein. Sie hat ein Internetforum gegründet, um andere aufzuklären. Wir haben Polizisten, wir haben Anwälte, wir haben Richterinnen, wir haben Politiker, alles bei uns im Forum, die sagen, ich bin mit diesem Thema vertraut, ich wusste, dass es das gibt und ich habe nie gedacht, dass mir das passieren könnte. Helga Grothher und ihre Mitstreiterinnen veröffentlichen im Forum die Profilnamen der Scammer und zeigen die gestohlenen Fotos, die sie benutzen. Allein 2021 kamen so schon knapp 4.500 missbräuchlich genutzte Fotos zusammen. Und bei vielen Profilen gelingt es den Forenbetreibern sogar, die wahren Hintermänner, also die Scammer selbst, ausfindig zu machen. Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Hier wird auch in Fällen von Cyberkriminalität ermittelt. Love-Scamming gehört dazu. Die Aufklärung dieser Fälle ist schwierig. Häufig sitzen die Täter im afrikanischen Raum oder in Südostasien. Und das sind nicht selten Länder, die also kein Interesse an einer Aufklärung derartiger Straftaten oder an einer Zusammenarbeit mit den europäischen Behörden haben. Teilweise werden kriminelle Handlungen ganz einfach geduldet, weil Geld ins Land kommt. Love-Scammer erbeuten allein in Deutschland pro Jahr Geld im dreistelligen Millionenbereich. Und die meisten Taten kommen aus Scham nie zur Anzeige. Zurück zur Geschichte unserer Zuschauerin aus Sachsen-Anhalt. Nachdem ihr vermeintlicher Liebhaber Karl sie um Geld gebeten hat, wird die 66-Jährige misstrauisch und fängt an zu recherchieren. Fotos des vermeintlichen Karl entdeckt sie auf dem Twitter-Profil eines Harry Logan aus Kanada. Sie fährt nach Dortmund und findet heraus, dass ein Karl Brahms nie an der angegebenen Adresse gewohnt hat. Eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt ergibt, der Ausweis ist gefälscht. Die 66-Jährige erstattet Anzeige und möchte andere dringend warnen. Ich würde anderen Nutzern eines Portals auf alle Fälle mitgeben wollen, nichts zu akzeptieren, was nicht schlüssig ist. Bitte passt auf, seid vorsichtig, so wie es Kontakte sind, die weit weg sind, die keinen persönlichen Kontakt wollen oder wo jegliche finanzielle Forderung auftaucht. Wie erkennt man solche Betrüger im Internet und auf Datingportalen? Mehr dazu bei uns unter www.mdr.de/Ratgeber. Und jetzt weitere Fahndungen in Kripo-Live Kompakt. Hildburghausen. Am 27. August 2021 entwendet ein Unbekannter einer Frau das Portemonnaie. Im Anschluss geht er in mehrere Bankfilialen in Hildburghausen und hebt von den Konten der Bestohlenen insgesamt 3.000 Euro ab. Wenn Sie die abgebildete Person erkennen oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778 0. Sangerhausen. Dieser Mann soll am 19. Juli 2021 in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen haben. Dabei handelte es sich um Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Auffällig sind die ausgeprägten Geheimratsecken des Tatverdächtigen. Erkennen Sie den Mann?
Ihre Hinweise nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475 670 293 entgegen. Ende November haben wir in Kripo Live über einen Einbruch in Hohlstedt in Sachsen-Anhalt berichtet. Wir zeigten sehr gute Bilder von insgesamt 10 Überwachungskameras von der Tat. Nun hat sich herausgestellt, dass dieselben Täter am selben Tag wohl noch 3 weitere Einbrüche in Thüringen begangen haben. Diese Bilder zeigen den Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hohlstedt in Sachsen-Anhalt. Kripo Live hat darüber berichtet. Wie sich nun herausstellte, haben die Täter im September 2021 noch weitere Male zugeschlagen. Alle Einbrüche geschahen am selben Tag in Thüringen in verschiedenen Ortschaften. Insgesamt zu 3 Einbrüchen kam es am 25. September. Hierbei nutzten die Täter zielgerichtet die Abwesenheit der Hausbewohner aus. Wir hatten Einbrüche im Landkreis Nordhausen, in Görsbach, in Leimbach und in Großfurra. Großfurra liegt im Kyffhäuser Kreis. Hier kommt es im oberen Hasselweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner befinden sich zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub an der Ostsee. Die Täter gelangen durch eine offene Terrassentür in das Haus. Sie stehlen Schmuckstücke und Bargeld. Wenige Minuten später sind sie verschwunden. Die Männer steigen in insgesamt 3 Häuser in Thüringen ein. Doch die Einbrüche in Görsbach, Leimbach und Großfurra bleiben nicht die einzigen an diesem Tag. Wenig später tauchen sie in Hohlstedt in Sachsen-Anhalt auf. Dort bekommt ein großes Anwesen ungebetenen Besuch. Am 25. September 2021 gegen 16.30 Uhr. Die Männer kundschaften offenbar ihr Einbruchsziel aus. Die Eigentümer des Hauses sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Die Täter versuchen, in das Gebäude zu gelangen. Was sie nicht wissen, das Haus wird von mehreren Kameras überwacht. Man sieht aus verschiedenen Kameraperspektiven, die am Haus verbaut sind, die Täter, wie sie versuchen, in das Haus einzudringen. Sie versuchen zunächst auch eine Tür aufzuhebeln, das misslingt. Schließlich gelingt es den Tätern, ein Fenster an der Seite des Wohnhauses aufzubrechen und einzusteigen. Nachdem die Täter das Haus ziemlich schnell durchsucht haben, sind sie auf eine große Summe Bargeld, die im 5-stelligen Bereich liegt, gestoßen und haben diese dann entwendet. Der ganze Einbruch dauert etwa 20 Minuten. Dann flüchten die Täter mit ihrer Beute. Doch die Überwachungskameras liefern weitere Erkenntnisse. Wir sehen auf den Aufnahmen, die vom Grundstück stammen, zunächst das Tatfahrzeug, wie es mehrfach am Wohnhaus vorbeifährt. Wir erkennen dort ein bronzefarbenes Auto mit einem ausländischen Kennzeichen, das ist ein französisches Kennzeichen. Wir sehen 3 Täter jüngeren Alters, alle haben dunkle Haare, schwarze Haare, sind sportlich bekleidet, tragen verschiedene Basecaps, die sehr individuell sind. Die Täter flüchten mit dem in einer Seitenstraße geparkten Fahrzeug, einem Citroën C5. Dieses Fahrzeug wurde zuvor auch schon bei einem der 3 Einbrüche in Thüringen gesehen. In Leimbach haben Zeugen einen goldfarbenen Citroën mit französischem Kennzeichen beobachten können, aus dem die 3 Täter gestiegen waren. Und wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich bei dem Tatfahrzeug in unseren Fällen um dasselbe Fahrzeug und demnach auch um dieselben Täter gehandelt hat wie bei dem Einbruch in Sachsen-Anhalt. Bei den 3 Männern handelt es sich um sogenannte reisende Täter, die mutmaßlich noch weitere Einbrüche begangen haben. Die Fahndung jetzt bei Kripo Live. Nochmal die Beschreibung. Die 3 Männer waren relativ jung, wahrscheinlich 20 bis 30 Jahre alt. Alle hatten dunkle Haare und waren sportlich gekleidet. Das auch in Thüringen benutzte Auto war ein bronzefarbener Citroën C5, offenbar mit einem französischen Nummernschild. Ihre Hinweise bitte an die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631969.
null. Marmorstatuen auf Plätzen und Bronzeplastik in den Parks. Für die meisten von uns gehört Kunst selbstverständlich zum Stadtbild dazu. Doch für Kommunen lohnt es sich immer weniger, Kunst an öffentlichen Plätzen aufzustellen. Denn immer öfter werden die wertvollen Figuren gestohlen. Wie in unserem nächsten Fall aus Leipzig. Spätherbst im Park Lößnig-Dölitz im Süden von Leipzig. Das 95 Hektar große Areal mit dem Silbersee ist ein beliebtes Ziel von Anwohnern. An einigen Stellen schmücken Kunstobjekte die Wege. Eine Bronzeplastik ist seit dem Sommer 2021 verschwunden und konnte trotz polizeilicher Ermittlungsarbeit bisher nicht aufgefunden werden. Mitarbeiter der Stadtreinigung bemerkten am 30. August, dass diese Statue verschwunden war und mit hoher Wahrscheinlichkeit entwendet wurde. Die gestohlene Figur wurde von Siegfried Krepp erschaffen. Der 2013 verstorbene Künstler erlangte Bekanntheit mit der von ihm gestalteten Versöhnungstür am Berliner Dom. Oder auch der Meister-Eckhardt-Tür an der Predigerkirche in Erfurt. In vielen Städten der ehemaligen DDR sind Krepps Werke noch heute im öffentlichen Raum zu finden. Mehrere davon wurden inzwischen gestohlen. 2013 verschwindet die Bronzefigur Sommer aus einem Park in Berlin-Weißensee. 4 Jahre später dann der sitzende weibliche Akt aus dem Schlosspark von Senftenberg. Und nun die kauernde in Leipzig. Erneut eine Aktfigur. Die Figur stand auf einem Betonsockel, auf Metallbolzen, die in den Betonsockel eingelassen waren. Die Figur selber hat ein Gewicht von ca. 70 Kilogramm. So, dass wir davon ausgehen, dass erstens mehrere Täter dort gehandelt haben und zweitens die Figur wahrscheinlich mit dem Fahrzeug von dem Betonsockel heruntergerissen und auch damit abtransportiert wurde. Wahrscheinlich haben die Täter ihre Beute auf direktem Weg in Richtung Siegfriedstraße abtransportiert. Es liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der oder die Täter versuchen werden oder versucht haben, bei einem Schrotthändler oder bei einer Recyclingfirma das Metall zu Geld zu machen. Der Materialwert der Bronze beträgt ca. 700 Euro. Als Kunstwerk hat die Figur einen Wert von 50.000 Euro. Sie wurde 1990 in einem aufwendigen alten Gussverfahren in Handarbeit hergestellt. Die Figur ist ein Unikat. Jetzt fahndet die Leipziger Polizei öffentlich nach den Dieben der Bronzeplastik. Sollten Zeugen weitere Hinweise haben, die in Zusammenhang mit der Tat, mit eventuellen Tatverdächtigen oder auch dem Abtransportieren der Figur in Zusammenhang stehen, die für uns hilfreich sein könnten, dann bitten wir darum, sich an die Polizei zu wenden. Die Fahndung nach den Tätern. Jetzt in Kripo Live. Haben Sie Ende August 2021 etwas Verdächtiges im Erholungspark Lößnig-Dölitz in Leipzig beobachtet? Vielleicht erinnern Sie sich noch an etwas. Haben Sie die Bronzefigur seitdem irgendwo gesehen? Und an Schrotthändler und Recyclingfirmen gerichtet, wurde Ihnen die Figur zum Kauf angeboten. Bitte melden Sie sich beim Polizeirevier Leipzig Südwest unter 0341 303 00. Informationen zu den aktuellen Fällen finden Sie wie immer auf unserer Homepage und im MDR-Text Seite 377. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Gleich geht's hier weiter mit Sagenhaft. Bis zum kommenden Sonntag bei Kripo Live.